Neustand von einem alten 1.6er Turbodieselmotor in einem VW Bulli, dem T3 Bulli. Und der soll instand gesetzt werden, der Motor. Und jetzt prüfe ich einmal, ob die Pleuelstangenwinkel sind. Weil da waren so komische Spuren am Kolb dran. Deswegen habe ich hier meine Nähe für die Pleuelstange. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber oben berührt es, unten ist noch ungefähr ein Millimeter Spalt. Bedeutet, die Stange ist krumm wohl. Das passt, ist nicht verdreht. Ja. Gerade. Auch gerade. Auch gerade. Eine Pleuelstange ist krumm, dann ist das die Stange, wo der Kolben oben so Wassersprudeln hatte. Also hat der Motor wahrscheinlich Wasser bekommen. Und dann die Pleuelstange durch den Wasserschlag ein ganz klein bisschen krumm geploppt. Muss ich jetzt nur noch kontrollieren, ob die noch die gleiche Länge hat oder ob die eventuell schon so ein paar Zehntel zusammengekauft ist. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und wenn ihr weitere coole Autovideos haben wollt, schreibt es unten in die Kommentare, abonniert den Kanal und über ein Like freue ich mich auch immer. Bis zum nächsten Mal bei Race and Fun TV.